Als Nächsten auf der Bühne, als Vorletzten in dem Programm, möchte ich Matthias Pfaff begrüßen. Matthias Pfaff ist Professor an der Fachhochschule in Kaiserslautern und er beschäftigt sich mit einer Darstellungstechnik, über die wir heute schon viel gehört haben, die bisher viele Fotografen nicht wahrhaben wollten, die es aber leider gibt oder Gott sei Dank gibt. Dazu bitte Matthias Pfaff. Ja, vielen Dank. Meine Präsentation wird gerade noch gestartet. Ich brauche natürlich die Bilder. CG scheint die Fotografen irgendwie ziemlich nervös zu machen. Ich werde in den letzten Jahren öfters eingeladen. CG, Computer Graphics. Meiner Meinung nach grundlos, denn die Fotografie wird nicht sterben. Das ist, glaube ich, ganz sicher, dass natürlich die Artists, die CG-Artists, auch sich mit dem Thema stark beschäftigen und versuchen, die Fotografie auch zu erlernen. Denn als CG-Artist, wie ich einer bin, vor 20 Jahren begonnen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Also das kann man auch nicht innerhalb von 2-3 Jahren vielleicht erlernen. Die Auflösung stimmt jetzt doch nicht, aber versuchen wir es mal. Ja. 2003 habe ich die Möglichkeit gehabt, einen Studiengang aufzubauen und dort Studenten auszubilden in Kaiserslautern. Ich bin auch am Samstag nochmal dabei, wenn es darum geht, um CG zu referieren. Fotografie, ich habe mal umgekehrt gefragt, wie viel Fotografie brauchen eigentlich die CG-Artists? Und habe mal versucht, da einen Überblick zu schaffen. Das sind jetzt Bilder von unseren Studenten, die auch international in zumindest großen 3D-Zeitschriften, 3D World wurde es als Bild des Monats ausgewählt. Die Studenten fangen dann an zu spielen, haben natürlich diese Dinge auch selbst gebaut. Also das gehört komplett dazu, dass die Dinge natürlich zu modellieren, nicht nur irgendwo die Modelle herzubekommen, was oft in aktuellen Bereichen der Fall ist. Natürlich Photoshop gehört dazu, das muss ich gar nicht erwähnen. Ich kann natürlich in den 7 Minuten auch nur einen ganz kleinen Ausblick zeigen. Solche Dinge werden dann in Fotografie 2 bei uns dann in CG realisiert. Das ist ein ganz kleiner Ausschnitt aus den Dingen, die wir da mit den Studenten machen. Umgekehrt natürlich auch Bildmaterial, das im Studio fotografiert wird, in virtuelle Räume zu integrieren, da Ideen umzusetzen. Das ist natürlich auch in dem Bereich das Wichtigste. Und natürlich die Bildgestaltung zu erlernen, um was geht es überhaupt, mit Licht umzugehen, Dynamikumfang. Das ist jetzt ein Ausschnitt aus dem, natürlich entwickeln wir das weiter. Diese Dinge kann man interaktiv drehen, kann sie bewegen in Echtzeit. Das sieht fotorealistisch zumindest anmutend aus. Das schafft man immer stärker, bis hin zu komplett interaktiven Anwendungen, die eigentlich komplett grafisch sind, aber natürlich auch Teile aus der Fotografie zeigen, wie hier ein Zimmer. Und das geht dann so weiter, dass das Ganze dann in die Motion Graphics geht, Computeranimationen eben mit Teilen, die fotografiert sind, Filmkombinationen, aber das meiste eben auch virtuell. Bis hin zur, sage ich mal, Königsdisziplin, den Menschen darzustellen. Das ist jetzt auch eine Bachelorarbeit, die ein Student realisiert hat. Er hat seinen Opa modelliert komplett. Der Student von uns hat vorher nie was mit dem Computer gemacht, also hat nur die Ausbildung hier gehabt. Es ist das Schwierigste im CG-Bereich, aber auch das ist gelöst, auch wenn es nicht einfach ist zu realisieren. Ich will mal in den Profibereich gehen. Wie weit kommt man denn? Das ist jetzt ein Ausschnitt einer Arbeit, die ist vielleicht ein halbes Jahr alt. Ein Kanadier, der sich selbst porträtiert hat und versucht hat, so fotorealistisch wie möglich sich selbst darzustellen, die Haare dann ergänzt hat, sich den Bart noch ergänzt hat. Schon sehr gut, aber was kann man auch, wenn man ein gutes Model hat, fotografieren? Das macht keinen Sinn, das in CG umzusetzen. Also die Frage, die man natürlich gerne beantwortet hat, wann versuche ich das mit dem Computer zu lösen und wann ist es einfacher, ein gutes Bild zu machen. Wenn man mal sieht, wer das gelöst hat, 2 Lichtquellen reichen aus, um dieses Bild zu kreieren, virtuell, komplett. Das ist nicht besonders herausfordernd. Das nächste Beispiel, schon interessanter. So ein Modell zu finden, ist gar nicht so einfach. Derjenige, der das Modell gemacht hat, ist auch schon mit Licht vielleicht ein bisschen sensibler umgegangen.
versuchen Sie mal so ein Modell aufzutreiben, da wird es vielleicht schon einfacher oder da macht es schon mehr Sinn, so jemanden dann auch vielleicht virtuell zu integrieren. Vor allem, wenn ich das Modell mal habe, kann ich da auch an verschiedenen Dingen auch Veränderungen vornehmen und ganz leicht einen neuen Charakter kreieren. Sowas ist eher dann nur im Computer möglich, weil diese Figuren erstmal zu bauen, vielleicht als Stofftier, ist schon mal fast viel teurer, als das komplett in 3D umzusetzen. Das ist also sicher hier eine Art und Weise, wo der Computer wirklich Sinn macht. Und man kann natürlich hier auch ein Foto von sowas machen. Und das macht dann auch natürlich viel mehr Spaß, als reale Dinge umzusetzen, was sicher meiner Meinung nach auch in Zukunft das interessantere Thema ist. Oder vielleicht auch ganz sensibel mit den Dingen umgehen. Da könnte man schon eher sagen, das kann man auch im Studio aufbauen. Die CG-Artists haben natürlich auch kleine Fotostudios, in denen sie dann ihre Welten aufbauen. Und das hat mich schon seit 2007, ist schon eine sehr alte Arbeit, gibt es eine ganze Serie von diesem kleinen Menschen, das immer in irgendwelchen Welten sitzt, wunderschön umgesetzt und meiner Meinung nach auch absolut in diesem Bereich eine sehr gute Arbeit. Aber dann habe ich gesagt, okay, was interessiert denn jetzt die Fotografen wirklich? Wie weit kommen wir denn in diesem Bereich? Das sind jetzt Profis aus der ganzen Welt, die ich zeige, Bandit Art Group. Ich hätte da viele Bilder auswählen können, weil es gerade in der Architekturvisualisierung unglaubliche Meister mittlerweile gibt. Ich habe jetzt die Bilder ausgesucht, weil wir hier die Rohdaten haben. Weil wir hier sehen, das ist komplett 3D modelliert, da ist nichts fotografiert, da ist auch nichts im Hintergrund irgendwie 3D oder fotografiert, da ist alles 3D, Full CG nennen wir das, da ist sogar der Himmel und die Wolken generiert, die Bäume werden generiert, wir können also sagen 5 Jahre alt, 10 Jahre alt, 15 Jahre alt, 100 Jahre alt, jeden Baum, den es gibt. Und die Leute können auch fotografieren, in Anführungsstrichen fotografieren, virtuell fotografieren, die wissen, was Licht bedeutet, die wissen, wie man ein Bild gestaltet und die wissen natürlich auch, wie man Dynamikumfang umgeht. Die können 32-Bit wirklich einschätzen, die haben auch ein 32-Bit-Bild, das ist komplett, die Daten sind also in diesem Bild vorhanden und damit kann ich auch ein Tone-Mapping machen. Das ist im Prinzip jedes Mal ein HDR, wenn ich das rendere. Damit kann ich natürlich unglaublich viel machen im Nachhinein. Verstehen das auch. Und selbst hier ein Beispiel, leider ist es jetzt nicht ganz drauf, aber der Schnee, das ist Schnee, was hier ist, den hat jemand wirklich modelliert und dementsprechend auch dann umgesetzt. Also das Bild ist komplett virtuell und da ist also nichts fotografiert. Auch nicht der Schnee und auch die Spuren im Schnee. Dann ein... will ich parallel einen Film zeigen. Vielleicht kann mir jemand helfen, ich bin kein Mac-User, das ist leider in der 3D-Welt etwas später erst gekommen. Will ich einen Film zeigen von einem Künstler, der eigentlich in der CG-Branche dann auch wirklich für Furore gesorgt hat. Er ist ein Spanier, der eigentlich aus der Malerei kommt, ganz interessant, und einen Film veröffentlicht hat, vor einem Jahr etwa, in dem er zeigt, wie er mit Licht umgeht, wie er mit 3D Modeling und Texturing, das heißt, wie er die Kamera baut und so weiter, was er damit alles lösen kann und wie er natürlich auch zeigt, dass er sowohl als von der Architektur Hintergrund, vom Architektur Ahnung hat, dass er Licht einsetzen kann perfekt. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, wie weit jemand auch komplett virtuell kommen kann. Und wenn die Fotografen in Zukunft sich mit entweder das selbst erlernen wollen, was sicher schwierig ist, weil bis man an diesen Punkt kommt, wird es einige Jahre dauern. Aber in Kombination, denn viele der CG-Artists sind nicht in der Lage, solche Bilder zu erzeugen, die diese Anmutung haben, weil sie einfach diesen Hintergrund nicht haben. Und da muss eine Kooperation stattfinden, die eigentlich tatsächlich in der Werbung schon existiert. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass die Fotografen da ein bisschen Angst haben, ihr Know-how weiterzugeben und eben den CG-Artists sozusagen die Macht alleine zu übergeben, Bilder zu erzeugen. Denn natürlich ist mit dem Rechner theoretisch alles möglich. Auch hier, alle Blätter, das Gras, alles, was Sie sehen, ist Full CG. Da ist also nichts irgendwie gefilmt und nachher eingesetzt.
wie man das kennt aus dem Compositing, sondern die Blätter bewegen sich, alles physikalisch berechnet. Die Blätter werden auch stochastisch verteilt, da gibt es Möglichkeiten, Zufälligkeiten einzubauen, das ist überhaupt kein Problem. Dinge, die sich wiederholen, sind natürlich gerade im Bereich, Computerbereich sehr angenehm, weil man kann so ein Regal, das baut man relativ schnell auf und die ganzen Bücher wiederholen sich natürlich mit der Zeit. Das bietet sich sehr gut an. Aber ein Beispiel, ein Mann, ich glaube 78 geboren, also das ist circa 32 Jahre, unglaublich ein breites Spektrum aus der Architektur, Fotografie und aus dem 3D-Bereich. Und wenn wir die Zeit noch haben, gucken wir seinen neuesten Film an, den er jetzt, nachdem er diese Arbeit veröffentlicht hatte, hat er einen Werbevertrag von einer Küchenfirma bekommen. Er soll also einen Werbespot machen für eine Küchenfirma und das ist dabei entstanden, was aktuell möglich ist, Physikberechnungen, Textur, Bildmaterial, ist in diesem Film integriert und meiner Meinung nach eine fotografische Ästhetik, wie man sie in der Realität vielleicht sogar überhaupt nicht erreichen kann. Denn versuchen Sie mal, diese Simulation in der Realität zu filmen, da werden Sie wahrscheinlich verzweifeln, dass das am Ende auch so aussieht. Sie können immer die Stücke, die Bruchstücke kontrollieren. Sie haben mehr oder weniger die meisten Dinge die ganze Zeit im Griff. Und natürlich, das ist die leichteste Übung, am Ende die Küche dann auch noch zu zeigen. Und ich hoffe, dass ich... Er nennt sich Alex Roman, das ist aber sein Künstlername. Aber unter dem Namen Alex Roman, findet man ihn bei Vimeo, ist er mit allen seinen, das ist auch das Schöne an ihm, er veröffentlicht alle seine, ja, seine Geheimnisse, wenn man so will, wie man im Compositing nachher damit umgeht, welche Filter er verwendet, welches Plugin in After Effects, um die Dynamik nochmal aufzubauen, ganz schön zu sehen, wie er auch mit Licht painted, ja, Light Painting im Bereich, unglaublich. Ich hoffe, ich konnte Ihnen in 7 Minuten ein bisschen Einblick geben. Am Samstag werden wir noch mal diskutieren. Vielen Dank und schönen Abend noch.